Willkommen bei Ark Aberration. Ja, lasst uns weitermachen und zwar schnell. Unser Zicklein kriegt Punktabzug. 68er Krabbe. Das würde sich ja fast lohnen, hier was aufzubauen. Aber dafür sind wir nicht hier. Naja, wenn ich da jetzt drüber springe, ist die eh hinter uns her. Ich frage mich, ob der Bereich jetzt hier auch... Ah, nee, der bleibt nicht radioaktiv. Das ist schön. Weil ich mache mir dann... Oh, jetzt wird es hier doch wieder radioaktiv. Weil ich mache mir ja denn doch schon Sorgen um unser Zicklein. Oh, er ist hinter uns her. Okay. Tut mir leid. Dann müssen wir das jetzt mal kurz klären. Ich hätte dich gerne in meinem Verein begrüßt, aber wenn du so kommst, dann... Ja, das entzieht halt jegliche Verhandlungsbasis. Da ist das Einstellungsgespräch direkt hinfällig. Was bist du denn für einer? Nehmen wir dich mit? Nee, nehmen wir dich nicht mit. Aber du bist auch nicht das Glühtier. Es glüht hier, das glüht hier. Nee. Also. Okay, fliegende Ravager. Nee. Ist nicht das, was ich suche. Oh, nette Gegend hier. Okay, das ist... Das sieht sehr nach einem Aufgang aus. Sehr verdächtig nach einem Aufgang. Mal eben hier die Störgeräusche beseitigen. Super angenehme Gegend. Was haben wir denn hier noch so? Also auf jeden Fall schon mal Krabben. 4. Uninteressant. Mich dünkt, wir haben das einzig interessante Exemplar eben beseitigt. Kröten haben wir hier. Ach, wir sind... Dann ist da vorne... Oder sogar... Warte mal, lass mal gucken. Da ist der Anfang. Dann ist da drüben unsere Basis. Ja, cool. Ja, natürlich. Na klar. Oh, wir bekommen Besuch. Oh, eine Achatina auf Menno. Das muss nicht unbedingt sein. Huch, bist du doch stärker als gedacht. Na, du warst die Große. Gut, wie gesagt, ich brauche E-Poly mehr. Gib her. Und hier im Wasser ist schon ziemlich cool. Kröten, wie gesagt, Anglerfische. Baryonyx schon wieder. Das ist schon abgefahren. Und einige Krabben, also. Hätte ich ja jetzt fast übersehen. 13. 14, ich glaube. Hier hat sich gerade ein Frosch festgepackt, oder? Ach nee, hier ist ein Onyx. Cool. Zack, wer bist du da hinten? Ein Zweier. Was? Ach, hör doch auf mit sowas. Ist unnötig, ne? Naja gut, habe ich schon erwähnt, dass ich auch noch Polymer benötige. So. Also Krötenreiten macht unglaublich Spaß. Da bin ich ja echt wirklich am Überlegen, ob wir uns mal so eine Kröte demnächst zulegen. Weil also mit einer Kröte, das ist so... Das führt alles irgendwie ad absurdum. Man hüpft da durch die Gegend wie so ein... Weiß ich nicht. Nasser Sack Reis? Und kann alle weglutschen. Das ist schon arg lustig. Was ist das? Kann man das untersuchen? Ach, eine tote Achatina. Deren Fußsohle wir noch sahen, okay. Wow. Da drüben scheint was Abstiegiges zu sein. Und
Man sollte echt mal schauen, ob es hier im blauen Bereich jetzt noch so Heilpflanzen gibt, weil das habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen. Denn es kann ja gut sein, dass es hier diverse Vegetation einfach gar nicht gibt. Ich meine, in den oberen Bereichen, da hatten wir ja noch Heilpflanzen. Aber hier sind wir jetzt doch schon recht nah am Violett. Das Zicklein kriegt auch schon wieder Schaden. Ach du meine Güte, eine Einserkrabbe. Die kommen natürlich jetzt gleich auf uns zu, oder? Naja, kommt. Und da ist ein Zitteraal. Wie cool. Ich wollte gerade sagen, komm, lass dich platt machen, bevor ich hier den armen Zitteraal noch mit in Bedrängnis ziehe. Obwohl, das könnte man jetzt auch mal ausprobieren. Der haut ab. Da ist eine Qualle. Oh, noch eine Krabbe. Bist du? Zweier. Mhm. Auch nicht gerade die stärkste Vertreterin ihrer Art, aber nein. So, jetzt haben wir noch den armen Belzebufo weggemacht. Hm, schade. Kommen wir da hin? Und wenn wir da hinkommen, kommen wir da auch wieder weg? Das ist eine gute Frage. Oh. Okay. Na. Oh, oh. Aha, okay. Ei, ein glühender Rivi. Ravager 6. Mhm. Okay, hat sich erledigt, das Interesse. Wo sind wir denn hier schon wieder hingeraten? Oh, ich habe echt Bedenken, dass unser Zicklein durchhält. Oh, da ist ein noch anderes Zicklein. Hm, haben wir bei oder hätten wir bei, wenn wir uns entscheiden würden, dieses Scheinhorn Level 2 in unsere Mitte aufzunehmen, aber... Das würde den Heimweg nicht überleben. Ich kann es auf die Schulter leider nicht packen. Okay. Schon ein ziemlich abgespacedes Ding hier. Aber leben möchte ich hier nicht. Hier ist es mir einfach zu radioaktiv. Und genau genommen sind wir auf der Suche nach... Nach dem roten Gold. Aber trotzdem alles ziemlich low-level, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass uns hier die Fetzen um die Ohren fliegen und so. Ich meine, beschwere ich mich jetzt gar nicht drüber, beim besten Willen. Aber so den einen oder anderen Rock Drake, den hätte ich doch schon erwartet. Na, vielleicht ist es ja hier auch noch einfach nur zu, ja, weiß ich nicht. Zu gemütlich, zu muckelig. Oh, es ist aber sehr dunkel hier. Ich versuche mal ein bisschen mit dem Gamma zu machen. Ja. Atropleura gegen Megalosaurus. Da setze ich gerne auf den Megalo. Oh, das war aber jetzt ein Kraftsprung. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ein bisschen schlecht damit, hier die... Carno? Hier die Sprungkraft von unseren Krabben einzuschätzen. Wow, schaut, da vorne, da gibt es eine Heilpflanze. Ein Spino? Wow, cool. Was ist denn du für einer? Ein Vierer. Könnte man eben mal die Krabbe ein bisschen aufräumen? Ach du meine Güte, ja, das ganze Chitin wiegt zwar nicht viel, aber das brauchen wir nicht. Ich habe die Hütte schon voll von Chitin. Ich könnte Schlösser aus Chitin bauen. Polymer geht hier eh so ein bisschen um. Das kann die Krabbe alles fressen hier. Das ist schon in Ordnung. So, hauen wir hier direkt noch ein bisschen Fleisch auf das Parkett. Wie, in dem großen Bogen fliegen die Pakete. Oh Mann. Ein Festmahl für unsere Viecher, die hier rumrennen. Aber leider essen die das ja nicht. Wow, wo sind wir denn hier? Wie gesagt, ich möchte mich nicht allzu super lang hier aufhalten. Aber... Scheiben, Kleister. Natürlich die Frage, können wir das abbauen? Das machen wir natürlich ohne die Kanus.
Und wenn möglich auch ohne den Spino. Denn ich glaube, das wird schon herbe genug, wenn hier jetzt gleich die Nameless auftauchen. Weil einfach mein armes Scheinhorn das Zeitige gesegnet hat. Mann. Aber das müssen wir nochmal ausprobieren, ob wir das abbauen können. Das wäre ja cool. Ich meine, es ist ein Heidenweg bis hierhin. Aber... sieht komisch aus. Ne. Hier ist nichts für zum Abzubauen. Schade. Krass. Okay. Gut zu wissen. Schade, aber gut zu wissen. Und es sieht ja hier auch nicht gerade danach aus, als würden wir hier einfach mal so eben vorbeikommen. So, hier muss ich mal ein bisschen hier rum und dann da rum und dann hüpf hüpf und dann sind wir auch schon wieder draußen. Oder hier. Gehen wir doch direkt hier längs. Dann haben wir das. So, Atropleura machen wir weg. Ah, das sieht aber schlecht aus. Also mal so eben. Mal so eben, das werde ich wohl knicken können. Jetzt würde mich aber interessieren, das werden wir in der Folge ja wohl noch hinbekommen. Ob ich... Ja doch, das war eben dieser Wasserfall, ne? Den wir von unserer Basis aus... Ein Featherlight oder wie auch immer diese komischen Viecher heißen. Featherlight. Ach. Jetzt? Was meine ich jetzt? Mensch. Verdammte Hacke. Das ist angeschlagen. Warum, weiß ich nicht. Ich meine... Ich häng fest. So, jetzt geht's wieder. Wunderbar. Hallo. Hallo. Los, hinterher klettern. Yeah! Wir haben ein Featherlight. Wir haben ein Featherlight. Oh, jetzt habe ich so ein Ding gegessen. Ach du grüne Neune. Ist das cool? Ist das abgefahren? Eins der hässlichsten, die ich mir vorstellen kann mit diesem, in dieser Farbgebung. Aber total cool, wir haben ein Featherlight. Tja, was machen wir jetzt damit? Das ist echt eine gute Frage. Ich hoffe, du kannst fliegen und mit mir fliegen. Denn ich wüsste nicht, wie ich dich nach Hause bringe, außer in Krakinos Krabbenzange. Ich glaube, das wäre eventuell auch die beste Lösung, ne? Obwohl, der bleibt bei mir oben. The Featherlight. Okay. Dann mal eine schnelle Lösung für nach Hause finden, wa? Also ich möchte jetzt gar keine... Ach so, wir sollten den vielleicht noch auf Passiv pfeifen. Komm mal her, Featherlight. Also auf dich, Zicki, setze ich mal eben ab. Wo bist denn du? Zicki? Ah. Wie geht's dir? Oh, es geht. Da braucht man sich ja gar keine Sorgen machen bei dir, hm? Das ist cool. Heather, komm mal her. Zap. So, setz dich mal dahin. Erstmal entfollowen. Dann passiv, bitte. Jetzt komm noch mal her. Hier ist was in Aufruhr. Das ist nicht gut. So, sehr schön. Ist passiv. Gesundheit pumpen wir direkt ein bisschen hoch. So, sollen wir jetzt auch ruhig wieder folgen? Du kommst wieder auf die Schulter. Und dann machen wir, dass wir hier Land gewinnen. Kinder. Ich weiß gar nicht, wo geht's hier hin? Kommen wir hier hoch? Ah, schwer. Aber es sollte gehen. Wäre natürlich schön, wenn wir das Featherlight jetzt nicht verlieren würden. Okay, von hier aus haben wir wenigstens ein bisschen Übersicht. Zack, hier rüber.
wage zu behaupten, ich weiß so ungefähr, wo ich längst muss. Und ich würde sagen, ich melde mich, wenn es kritisch wird. Ansonsten zu Hause mit unserem neuen Felserleit. Oh, hier auf dem Heimweg geht es nur ab, ne? Hier sind nur Killer unterwegs und Lootboxen, die ich nicht abgrasen kann, weil einfach zu viel Action ist. Und ich möchte einfach das Felserleit nicht in Gefahr bringen. Aber ich denke, das ist eigentlich soweit gut aufgehoben. Oh, 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 oh. Ah, sehr schön. So, jetzt lass mal gucken. Hab mich gerade verlaufen? Ja, kann sein. Ich bin falsch abgebogen. Ich muss da hoch, oder? Ach, komm, lass mal gucken. Meine Güte. Ja, nee, ich wollte mich nur mal kurz melden, dass es ziemlich actionreich ist hier. So, und ich glaube, jetzt müssen wir hier rum. Wo ist Felserleit? Da ist es. Gut, dann sehen wir uns gleich, oder? Wartet mal, ich glaube, hier vorne ist noch... Ah, danke, ihr Ankis. Auf euch ist echt Verlass. So. Jo, hier muss ich weiter, ne? Jo, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh Mann. Oh, da war das Felserleit. Hui. So, jetzt melde ich mich aber, wenn ich zu Hause bin. Was quietscht hier so? Was? Oh nein, oh nein, oh nein. Dieser miese Rock Drake hat uns unser Felserleit genommen. Ja. So viel dazu. Gut, ihr Lieben. Dann mache ich mich jetzt erstmal alleine auf dem Weg nach Hause. So, ich habe den restlichen Heimweg bisher unbeschadet, also weiterhin unbeschadet, überstanden. Aber bin immer noch nicht hinweg über den Verlust des Scheinhorns. Ja, ist wirklich so. Aber ich habe aus irgendeinem Loot Drop so eine blaue Sichel abgegriffen und naja, gut. Das entschädigt nicht für diesen Light Feather, habe ich im Scheinhorn gesagt. Nein, natürlich meine ich Featherlight. Featherlight, genau. Also Lichtfeder. Federlicht. Naja, ich habe da vorne eben noch die Batterien zum Aufladen gebracht. Jetzt das Gas eingesammelt. Und jetzt muss ich mich kurz sammeln und überlegen, wie es weitergeht. Ich will auf jeden Fall nochmal da runter, aber... ich bin mir noch nicht sicher, auf welchem Weg, mit welchen Tieren. Ja, aber das werde ich mir mal jetzt ganz in Ruhe überlegen und wir sehen uns dann später. So, ich habe mich von meinem Featherlight-Schock ein wenig erholt und dachte mir, ich besorge erstmal ein paar Materialien. Ich habe uns schon mit Eisen und Kristall eingedeckt. Jetzt dachte ich noch, ich gucke mal ein bisschen rum und... nehmen eventuell denn so ein Low-Level Alt-Dog mit. Den können wir dann halt einfach da stehen lassen, falls wir wieder so ein Featherlight haben. Dann muss ich nicht mein hochleveliges Scheinhorn irgendwie da lassen. Ja gut, wie gesagt, ich melde mich, wenn ich hier durch bin mit meinem ganzen Gewusel und Gewurschtel. Und dann machen wir uns wieder auf in den blauen Bereich. Bis gleich. Ja, ich melde mich jetzt nochmal kurz zwischendurch. Ich habe extra schon in den Optionen abgeschaltet, dass der hier irgendwelche Singleplayer-Einstellungen verwenden soll. Und hatte die Hoffnung, dass dann hier eventuell doch ein bisschen mehr Viechzeug auftaucht. Aber ja, es ist ganz schön tote Hose. Also ich weiß nicht, was los ist im Singleplayer-Arc. Aber es sieht fast so aus, als ob kaum was respawnt. Oder halt sehr spät respawnt. Aufgefallen ist mir das erste Mal, ist mir das erste Mal beim Metall. Und so richtig krass finde ich das hier mit den Dinosauriern. Also, da spawnt kaum noch was wieder. Und das finde ich natürlich ziemlich heftig. Aber okay, falls ihr da irgendwelche Tipps oder so habt, sagt Bescheid. Ich bin noch ein bisschen auf Suche nach Grundmaterialien. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber man muss bei dieser Heilpflanze,
Ja, die Pflanze wirft nicht nur Samen, sondern die heilt eure Tiere und auch euch, wenn ihr nah genug dran steht. Ihr braucht ja kein Licht von irgendwem. Also das habe ich jetzt noch nicht festgestellt, dass es da einen Unterschied gäbe, ob ich da mit einem Vieh auf der Schulter oder ohne Vieh auf der Schulter hier rumstehe. Es passiert immer das Gleiche, so nach ungefähr 40 Sekunden ist das dann soweit und dann kriegen wir einen Samen. So, ich melde mich jetzt endgültig, wenn irgendwas Hardcore passiert oder ich in den blauen Bereich aufbreche. Dann bis gleich. So, die krasse Krabbe, die große Krabbe, die große Krabbe und meiner einer sind bereit, wieder in den blauen Bereich aufzubrechen. Und ich würde sagen, wir machen das wie das letzte Mal. Wir brechen hier, also wir fangen hier an und gehen dann aber halt nicht darüber, sondern schauen uns mal ein bisschen genauer hier unten um. Mal gucken, was uns hier erwartet. Jetzt machen wir aber erstmal die Lampe an. Also ich beleg das schon mittlerweile gar nicht mehr, weil das ja eh immer wieder umgestellt wird. Bis jetzt sind wir aber gut vorangekommen. Was haben wir hier? Oh, ein Ravanga. Mal gucken. Vierer. Naja. Können wir so viel nicht mit anfangen? Lassen wir hier mal rum. Krebsen. Naja, blöder Witz. Aber immerhin. Da ist ein Rock Drake. Okay. Ein Zweier. Der wird uns noch nicht mal gefährlich, wenn er uns zwei Scheren auf den Rücken bindet. Oh, und hier ist ein Bulbdog von uns. Okay. Hallo Bulbdog. Ich hoffe, dir geht's gut. Er scheint ja bisher in Frieden gelassen worden zu sein von allem, was hier so rumkreucht und fleucht. Wo ist er denn hin, der Rock Drake? Hat sich verdrückt, der Kleine. Da ist schon wieder so ein Scheinhorn. Ich werd bekloppt. Was war das? Ein Achter. Nö, das lassen wir mal. Das darf sich hier noch ein bisschen wohlfühlen und ausruhen. Das darf erstmal zu einem Horn werden. Das ist ja noch ein Hörnchen. Oh, das war ein schlechter Jump. Oh. Ich vergesse jedes Mal, dass es hier ja dann doch krass mächtig runtergeht. Ich habe diesmal auch davon abgesehen, den Rettungsanzug, wollte ich gerade sagen. Den Schutzanzug, den habe ich einfach mal zu Hause gelassen. Weil ich im Moment nicht vorhabe, in den roten Bereich hineinzugehen, sondern eher mal so ein bisschen hier im Blauen weiter zu gucken. Mal so ein bisschen die Augen offen halten. Unsere Krabbe noch ein bisschen zu leveln. Und eventuell finden wir hier auch an irgendeinem Rand zum roten Bereich. Was für Geräusche. Vielleicht finden wir ja denn doch noch irgendwas. Da kommt ein Kroki. Da ist ein Zitteraal, wie cool. Ich will den nicht greifen. Sehr geil, den greifen zu können. Und dann damit das Kroki zu bewerfen oder so. Naja, gut. Ich mag mit der Krabbe nicht unbedingt durchs Wasser latschen. Das kann immer böse enden. Da rechts war gerade noch der Rock Drake und da oben ist auch noch einer. Heidenei. Da sind noch ein paar viele. Was kraucht da über den Stein? Ist das ein ordinärer Kackekäfer? Ach nee, ein Trilobit. Ein Trilobite. Okay, ja, den können wir auch mal da lassen, wo er ist. Die Frösche sind nicht nur im Spiel, sondern auch wieder im Hals. Aber nichts, was die Welt bewegen würde. Was haben wir hier? Ihr Blut regelt schon wieder. Cool. Lamprey. Blutigel. Blut. Ja, das wird eventuell umgehen, bis wir das überhaupt nach Hause bringen können. Ah, hier ist wieder was gebacken. Das ist gut. Dann können wir halt unsere Krabbe noch ein bisschen wachsen lassen. Nimm es auch nicht mehr hier. Oh, der geht aber ran hier. Der hält mich in der Luft. Krass. Oh. Das ist ja krass. Der hält mich in der Luft. Der Megalosaurus. Schade, dass ich den nicht aufnehmen kann.
Aber davon werden wir uns auch auf jeden Fall irgendwie, irgendwo, irgendwann mal einen zähmen. Wow, sieht der cool aus. Ah, würde ich gerne mitnehmen, aber dem kann ich leider keine artgerechte Haltung bieten, von daher. Sehen wir mal davon ab. Achterkrabbe, tun wir da hinten. 31er. Ist ja jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wollen wir uns mal da die Höhle angucken oder was auch immer das sein mag? Ich denke ja. Anglerfische und alles wuselt hier rum. Echt cool. Huch, fast bis da oben hin. Ja gut, hier ist nichts, ne? Sackgasse. Kristall würden wir hier bekommen? Cool. Ein Ankylo. Ja, der würde mir fast noch fehlen, wenn ich noch ein bisschen mehr Feuerstein brauchen würde. Tue ich aber gar nicht. Okay, gehen wir mal ein bisschen Gummi. Gucken wir uns hier ein bisschen genauer um. Bis auf das Kroko da hinten ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Ja. Ich glaube, wir springen jetzt auf den Rock Drake. Da ist er. Da ist er. Was ist denn das für einer? Okay, das ist dann erfahren wir jetzt oder so. Ach, ein hübscher auch noch. Ach, jetzt kommen sie alle. Jetzt wollen sie alle Spaß haben, oder was? Freunde! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Da kamen sie alle auf einmal und wollten unbedingt partizipieren an den Toten, die hier stattfinden würden. Und du jetzt auch noch. Zap. Meine Güte, ich komme ja vor wie so ein Putzneurotiker hier unten. Wow. Das sieht cool aus da hinten. Da wollen wir doch mal hin. Okay, normale blaue Kristalle anscheinend. Oh, hier bleibt man aber auch ganz schön hängen. Ich will nur mal auf Nummer sicher gehen, dass wir hier nicht irgendwelche Pilze haben. Ja, dann sollte ich eventuell auch mal direkt die richtigen auf die Null legen. Ich glaube nämlich, wir brauchen für diese komischen Eispilze hier, brauchen wir dann die Aqua. Pilze, die müssen wir dann essen, damit wir das locker überleben hier. Danach hat man dann zwar immer großen Hunger. Na, Achatina, cool. Danach hat man dann zwar immer großen Hunger, aber dafür haben wir ja auch vorgesorgt. Wir haben genug Koteletts dabei und ein paar Schnitzel. Schlange. Da könnte man cool mit dem Ravager rüber. Wir scheinen uns hier wieder auf das Herz zuzubewegen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich so ein bisschen die Orientierung verloren, wo unsere Basis ist, aber das ist gar nicht so schlimm. Da ist der Fluss, das heißt hier oben, da ganz oben müsste eigentlich unsere Basis sein. Auch schon mal ziemlich cool. Ja, da unten sind wir lang. Hier sind wir drüber. Würde ich sagen. Dann ist das hier dieser Bogen, den wir von uns oben sehen. Wo hier auch ab und an dieser Loot-Drop runterkommt. Okay, cool. Ups. Habe ich mich ein bisschen festgehüpft hier? Ah, das ist echt abgefahren, ihr Lieben. Was für eine krasse Gegend. Üben wir uns doch mal ein bisschen im Bergsteigen, wollte ich gerade sagen, weil das geht. Natürlich nicht, wenn man so ganz nah an so einem Überhang springen möchte, klappt das nicht. Ah, ob ich da hochkomme? Ja, von hier aus jetzt schon bestimmt. Ja, stimmt nicht so einfach. Ja, ja. Man muss immer einen gewissen Abstand haben, damit man vernünftig anspringen kann, aber okay. Ja, was war das? Ach, eine Achatina. Mal den Ausblick von hier oben. Die Ausblick. Mal den Ausblick von hier oben genießen. Ich denke,
denke, da drüben geht's doch dann zum Wasserfall, der uns zum roten Bereich bringt oder so. Wenn in die Nähe können wir ja, das ist ja gar kein Problem. Da drüben sind Ravager. Also wir haben zwar jetzt schon 4, aber ach du meine Güte. Aber wir können natürlich immer noch Verstärkung gebrauchen, ganz klar. Man hat nie genug Ravager. Da ist eine Mulle. Was für eine abgedrehte Gegend. Erinnert mich so ein bisschen an Pandora von Avatar. Also so von diesen ganzen Lumineszenzgeschichten hier. Das ist echt abgefahren. So, die Schlange da ist irgendwie sehr nervös. Ich habe da was für sie. Das beruhigt sie dann auf der Stelle. So, die Ravager da drüben sind gerade mächtig an irgendwas dran. 12er sehe ich da so. Gegen den Iguanodon. Ja, das werden die nicht unbedingt überleben. Je nachdem, die legen sich da jetzt gerade mit einem zweiten an. Na gut, da können wir ja gleich nochmal vorbeischauen. Gucken wir uns hier erstmal genauer um. Was für eine abgefahrene Gegend. Aber ich glaube, da drüben diesen Baum, das kennen wir, die Gegend kennen wir recht gut. Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Deswegen wäre ich fast dafür, dass wir mal so ein bisschen tiefer hier reinschauen. Wo sind denn die Ravager und alle hin? Die haben sich verdünnisiert, oder was? Okay. Wollen wir mal in die Richtung hier.